Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Nach zwei Niederlagen soll der Trend bei Türkgücü im Münchner Olympiastadion gebrochen werden. Wir sprachen vor der Partie mit Jalen Hawkins und Lukas Böder, der sich auch zu dem äußerte, was uns alle in diesen Tagen bewegt. Also ich glaube eigentlich im Trainingsbereich ist es eigentlich gefühlt am besten eigentlich. Ich glaube, dann denkt man halt an wenig anderes. Ich glaube eher im Privatleben denkt man viel mehr darüber nach. Es war jetzt eher gestern halt vorm Training, hast du nochmal aufs Handy geschaut irgendwie und dann hast du brutale Videos gesehen, was schon enorm ist und ich glaube eher da berührt es einen und verunsichert einen ein wenig, aber letztendlich glaube ich auf dem Platz ist man ein bisschen freier, was einem dann auch relativ gut tut, aber ich glaube im Privatleben hofft man einfach, dass das schnellstmöglich beendet wird. Sprecht ihr auch unter den Spielern über das Thema? Ja, definitiv, auf jeden Fall, klar, ja. Also wenn sowas passiert, spricht man in der Kabine drüber. Man tauscht sich aus, man unterhält sich drüber, ich glaube letztendlich sind wir jetzt Personen, die jetzt nicht allzu viel darüber Bescheid wissen trotzdem. Ich glaube, man kann sich da ein bisschen informieren, aber letztendlich, was da wirklich alles intern und irgendwie passiert, aus welchen Gründen auch immer, können wir, glaube ich, immer als normale Menschen, glaube ich, sehr, sehr schlecht einschätzen. Deshalb sollte man, glaube ich, auch aufpassen, wie man jetzt wie was urteilt oder was man bewertet, sondern ich glaube einfach, man soll halt einfach hoffen, dass irgendwelche Menschen da Bescheid wissen und das schnellstmöglich in vernünftige Wege leiten und und dann hoffen einfach, dass es ja einfach vorbei ist. Kommen wir nochmal zum Sportlichen, zu dem Spiel gegen Köln. Das ging verloren, aber eigentlich hat niemand über das Sportliche gesprochen anschließend, sondern vielmehr über das, was danach geschehen ist. Wie habt ihr denn in der Mannschaft auf diese Sache reagiert, auf diesen sogenannten Platzsturm, der ja vor dem Platz geendet ist? Ja, also es wird natürlich sofort wahrgenommen von der Mannschaft, muss man natürlich sagen. Es fühlt sich als Spieler nie gut an, wenn solche Situationen passieren. Ich glaube, jeder Spieler geht auf den Platz und möchte Gas geben, möchte 100% geben, möchte das Spiel so oder so auch gewinnen, egal gegen wen. Es gibt halt einfach trotzdem Tage, wo es halt einfach nicht funktioniert. Ob man schlecht auch spielt und es dann auch eventuell so wirkt, als würde man nicht 100% geben, aber ich glaube, kein Spieler oder kein Mensch gibt irgendwo nicht 100%, sondern er möchte ja auch immer 100% geben und dann quasi so ein bisschen diese Vorwürfe zu bekommen, dass man das nicht getan hat, ist dann immer doof. Ich glaube, weil wir eigentlich ja letztendlich als Fans und als Spieler an dem gleichen Ziel halt arbeiten und ich glaube, wenn man dann sich dann gegenseitig versucht, immer wieder zu pushen, ist das sinnvoller, als wenn es solche Ausschreitungen gibt. Ich glaube, das muss man versuchen, halt immer einfach so emotionslos wie möglich zu sehen in solchen Situationen, wenn es halt einfach mal nicht funktioniert, um halt einfach dann positiv zu pushen und weiterzumachen. Das versuchen wir als Mannschaft und wir hoffen einfach, dass es auch trotzdem weiter bei der Mehrheit, bei den Fans einfach bleibt und wenn das der Fall ist, dann sind wir sehr, sehr stark mit den Fans und dementsprechend hoffen wir einfach darauf, dass es weitergeht und werden weiter 100% geben, so wie in jedem Spiel und einfach hoffen, dass wir gute Tage haben und dass wir viele Spiele gewinnen, viele Punkte holen können noch und das ist der Ansatz der Mannschaft. Es ist ja auch nicht so, dass man hat im Fernsehen zwar immer nur die Leute gesehen, die dann da vorne rumgehampelt sind, aber tatsächlich war es so, dass ihr vorher, als ihr in die Kurve gegangen seid, auch viel Applaus bekommen habt. Definitiv. Man kann da ja schlecht alle Menschen über einen Kamm scheren. Das ist ja genauso auch, wie man immer dann schlecht auch alle Spieler über einen Kamm scheren kann oder was auch immer. Ich glaube, das sind halt einfach dann oft halt die Minderheiten, die dann trotzdem halt doofe Sachen machen, wo es dann halt einfach leider auffällt. Aber letztendlich auch die Fans, die das jetzt da gemacht haben, wahrscheinlich haben sie es auch schon bereut und sind wir Spieler jetzt auch nicht nachtragend oder sonstiges. Wir hoffen einfach, dass es die Mehrheit verstanden hat und oder versteht und weiß, dass man halt zusammen einfach positiv bleiben muss und einfach zusammen dran arbeiten muss und die Fans geben 100%, wir geben 100% und dann werden wir sehen, was dabei rumkommt und ich glaube, das wird die Mehrheit auch verstanden haben und dementsprechend ist das Thema jetzt auch, denke ich, einfach mal abgehakt. Jetzt hat der Trainer angesprochen, schon in der letzten Pressekonferenz, dass ein großes Problem ist, dass ihr immer wieder in Rückstand geratet und dass es dann halt leider auch nicht immer klappt, wie jetzt zum Beispiel gegen Köln, diesen Rückstand dann wegzuarbeiten, denn es ist ja anstrengender dann. Definitiv, auf jeden Fall. Wir als Mannschaft wissen auch schon eigentlich, also haben schon das oft thematisiert, weil es halt einfach total anstrengend ist. Wir haben es dafür ja eigentlich noch echt gut hinbekommen jedes Mal oder sehr oft. Es ist einfach immer anstrengend, einem Rückstand hinterher zu rennen.
Ja, im Endeffekt aber auch jetzt gegen Köln. Das Tor schießen wir uns nicht, also nicht extra oder gerne oder sonstiges. Letztendlich passiert es halt einfach aus irgendwelchen Gründen und dann heißt es trotz alledem in den Spielen halt einfach das anzunehmen und einfach weiterzuarbeiten. Und ja, jetzt hat es leider zweimal halt nicht funktioniert. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir halt irgendwann mal nicht in den Rückstand gekommen und ja, einfach auf den Siegesweg direkt kommen. Ja, und selbst wenn nicht, dann ist es halt wieder so, dann müssen wir den Rückschlag wieder hinnehmen und dann müssen wir uns wieder den Arsch aufreißen und wieder versuchen, den Rückschlag wieder wegzumachen. Und ja, ich glaube, ja, wir hoffen, dass es nicht passiert, aber wenn es passiert, sind wir trotzdem vorbereitet und bereit, uns aufzureißen. Und ja, dementsprechend kann man das nicht immer so gut beeinflussen, sondern einfach hoffen, dass es halt einfach klappt und gut läuft. Und ja, dafür werden wir alles geben. Habt ihr denn analysiert? Ich meine, wie gesagt, das letzte Spiel war ein schlechtes Beispiel, so ein Eigentor, das passiert ja, denke ich mal, ne? Alle paar Jahre mal. War sehr unglücklich, aber ansonsten waren es ja doch andere Szenen. Waren das immer ähnliche Dinge? Habt ihr das mal euch angeguckt, warum ihr diese Gegentore bekommt? Ja, also ich kann, also klar, ich sag mal so, jetzt Wiesbaden war da zum Beispiel auch eine Flanke. Ja. Da kann man halt sagen, dass es halt auf jeden Fall Flankentore sind. Ja, ich glaube, jetzt kann man letztendlich dann sich darauf konzentrieren, vielleicht die Flanken besser zu verteidigen. Dann ist es aber jetzt nächste Woche oder jetzt am Montag ein Fernschuss. Und dann ja, heißt es ja, warum haben wir die Fernschüsse nicht verhindert? Aber also wie gesagt, also ich glaube, man sollte sich, also wir schauen uns natürlich unsere Fehler an, unsere Gegentore an und versuchen daran zu arbeiten. Aber letztendlich weißt du trotzdem nicht, was am Montag passiert. Und wir sind trotzdem für alles vorbereitet. Wir wissen, was wir besser zu machen haben. Und ja, dementsprechend werden wir Flanken und alles Mögliche versuchen zu verteidigen. Letztendlich ist es trotzdem ein Fehlersport, wo halt auch irgendwas passiert. Und wir hoffen, dass wir halt jetzt am Montag weniger Fehler machen als der Gegner. Und wenn die Gegner Fehler machen, dass wir die dann bestrafen und dementsprechend dann 3 Punkte aus München mitbringen. München ist das Thema. Türkgücü durchläuft eine sehr, sehr schwierige Phase. Ist aber eigentlich eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft, zumindest was die Namen anbetrifft. Und im letzten Jahr waren sie auch tatsächlich sportlich sehr erfolgreich, auch für den Aufsteiger. Wenn auch nicht so wie wir. Was erwartet einen jetzt dort? Habt ihr da eine Vorstellung Tiefer, von? das ist ja das Problem in der dritten Liga. Ne? Es ist ja jetzt ein Verein oder eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, aber letztendlich, wenn du dir die Spiele anguckst und wenn die halt alle einen guten Tag haben und alle den gleichen Weg verfolgen, ist es halt einfach eine gute Mannschaft und dementsprechend kann man sich da auf jetzt nichts vorbereiten. Man kann jetzt sagen, ja, die haben Insolvenzantrag, das sind jetzt klare 3 Punkte für uns. Die Spieler haben gar keinen Bock auf diesen Insolvenzverlauf und wollen Gas geben und wollen sich präsentieren. Dementsprechend werden die Gas geben. Wir müssen darauf vorbereitet sein und bereit sein, dass da eine gute Mannschaft auf uns zukommt. Wir können dagegen arbeiten, müssen zeigen, dass wir halt trotzdem halt weiter oben stehen und dass wir besser sind. Und das werden wir machen. Und dann werden wir sehen, dass wir die herunterarbeiten und ja, uns 3 Punkte holen. Also groß kann man sich da jetzt nicht irgendwas erhoffen, dass es einfach wird, sondern es wird ein ekliges Spiel werden. Die haben auch nichts zu verlieren und spielen zu Hause und dementsprechend müssen wir da dermaßen aufpassen, einen guten Tag haben, viel arbeiten, fleißig sein und ja, um dann halt 3 Punkte zu haben. Zu deiner persönlichen Situation, du bist mittlerweile absolute Stammkraft hinten in der Innenverteidigung, wenn notwendig auch mal auf rechts, ne? Aber die Innenverteidigung ist schon der zentrale Punkt. Du hast aber jetzt doch sehr, sehr viel Wettbewerb bekommen durch die, sag mal, Winterverpflichtungen, die es ja eigentlich nur in einem Fall gab, nach der Piane. Wie ist da die Situation? Merkst du diesen Druck, der von außen kommt durch diese, ja, neuen Leute, die da jetzt auch natürlich ins Team drängen? Ja, also natürlich bezieht das jetzt nicht auf meine Leistung oder fühle mich bedrückt oder beengt oder sonstiges, sondern aber wir merken halt einfach, dass wir mehr Optionen haben auf den Positionen, was der Mannschaft oder dem Training allgemein auf jeden Fall gut tut und darüber kann man nur froh sein als insgesamt als Mannschaft. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich weiter meinen Stammplatz habe und der Mannschaft weiter Gutes tue und dafür werde ich alles tun und ich glaube trotz alledem, dass die beiden gute Optionen für uns sind, in jeglichen Situationen zu agieren oder zu reagieren und dementsprechend ist es einfach gut, dass sie dabei sind und dass sie fit sind und hoffentlich auch fit bleiben und Gas geben und der Mannschaft gut tun. Und dementsprechend mache ich mir jetzt da jetzt nicht Sorgen um mich selbst, sondern ich gebe so oder so Gas, ob die jetzt da gewesen wären oder nicht, möchte ich ja so oder so gut spielen und gut trainieren und von daher ist es gut einfach für die Mannschaft und darüber sollten wir alle froh sein. Ja. Dein Tipp noch zum Schluss. Wie wird das Spiel am Montagabend enden? Wir werden 2-0 gewinnen. 2-0. Ja. Das ist ein Wort, ne? Ja, Also kein Gegentor. Deshalb, also die Null wäre mir schon sehr, sehr wichtig. Wenn es nur ein 1-0 ist, ist es okay. Aber ich würde auch wirklich für die Stürmer freuen, wenn wir 2 Tore schießen.
ja, ich denke, das wäre ein tolles Ergebnis, was wir da holen könnten. Solange es aber auch letztendlich 3 Punkte sind, ist es mir eigentlich auch trotzdem relativ egal, weil das ist das, was zählt. Ich hoffe, wir machen ein gutes Spiel, wir holen uns ein bisschen Selbstvertrauen zurück. Ich hoffe, dass wir ja ein bisschen auch Spaß einfach wieder entwickeln, ein bisschen mehr bei den Spielen. Ich glaube, die letzten 2 Spiele taten halt auch einfach weh und das tut so einer Mannschaft dann nicht gut. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir uns ein bisschen befreien können. Und dementsprechend 2 Tore für die Stürmer, 0 Gegentore für die Verteidiger und dann wäre das schon ein sehr schönes Ergebnis. Ja, wir hatten dich ja gleich zu Beginn deines Starts hier in Saarbrücken, hatten wir dich ja schon im Interview. Seither hattest du 3 Einsätze. Wie bist du denn mit denen zufrieden? Also mit der Spielzeit bin ich auf jeden Fall zufrieden, mit dem ersten Spiel auch. Das haben wir natürlich gewonnen, die anderen 2 waren jetzt sehr unglücklich. Wäre natürlich schöner gewesen, hätte ich mein Startelfdebüt mit einem Sieg auf jeden Fall vollendet, aber müssen weitermachen. Deswegen ja, ist okay. Ja. Du hast ja in einer Zweitligamannschaft schon gespielt und wie siehst du denn das Niveau jetzt auch der Mannschaft insgesamt? Ist das vergleichbar zu Ingolstadt und Auf jeden Fall. In Ingolstadt sind, glaube ich, ein paar Spieler dabei, die haben, glaube ich, ein bisschen mehr zweite oder Erstliga-Erfahrung mitgemacht. Aber sonst, das Niveau ist top hier. Und wie gesagt, ich fühle mich wirklich wohl hier. Jetzt geht's am Sonntag nach München und du hast ja dort auch einen Teil deiner Ausbildung verbracht beim FC Bayern. Mhm. Freust du dich darauf, zurückzukommen nach Bayern? Ist das dann nochmal so ein was Besonderes für dich? Ja, also das einzige Besondere ist eigentlich, dass ich vor meinen Freunden spielen kann, dass die mich auch mal wieder sehen. Sonst im Olympiastadion selber habe ich jetzt nicht gespielt. Ja, auf jeden Fall freue ich mich wieder, mal einen Tag in Bayern zu sein. Gut, Türkgücü ist ja im Moment in einer besonderen Situation, wie wir alle wissen. Was erwartest du denn von dieser Mannschaft? Die ist ja eigentlich sehr gut zusammengestellt, aber die kommen nicht in die Gänge. Welches Spiel, denkst du, wird sich ergeben? Ich denke, die werden auf jeden Fall alles reinhauen, wie sie auch jetzt in den letzten Spielen gemacht haben. Ich konnte mich jetzt noch nicht hundertprozentig mit denen befassen. Ich kenne ein paar Spieler vom Sehen, vom Hören, von den letzten Jahren auf jeden Fall. Jetzt die letzten 2 Spiele habe ich schon verfolgt. Ich habe gehört, dass mit dem Punktabzug und sonstiges, was da abläuft. Aber ich denke, die werden alles reinhauen. Und auf jeden Fall versuchen, die Punkte wieder einzufahren, die sie verloren haben. Wie ist denn dein Tipp? Ich habe keinen Tipp. Ich gehe einfach davon aus und hoffe, dass wir ein gutes Spiel machen, gewinnen. Das wollen wir auf jeden Fall immer. Es hat jetzt die letzten 2 Male nicht ganz geklappt, aber ich bin da positiv und wir trainieren hart, gut. Deswegen, ich hoffe einfach mal, dass wir gewinnen. Ja.